gemeinsam mit dem Wilmer Shopping Center um? Unter der Schirmherrschaft der Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Kirsten Bauch, hat die Wilmer zur Spende von Regenschirm und Jacken aufgerufen. Die Schirme wurden von Besucherinnen und Besuchern des Wilmer Shopping Center gespendet. Es ist verwunderlich, aber tatsächlich sind Regenschirme Mangelware bei Obdachlosen. Die Schirmherrin der Aktion und neue Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf erzählt uns, wie es zu dieser Aktion kam. Uns war einfach wichtig, das Thema Obdachlosigkeit nochmal ins Zentrum zu holen. Und mit den Schirmen hat man ganz niedrigschwellig, ganz einfach die Möglichkeit, Obdachlosen sowohl in Situationen zu helfen, wo es regnet, aber gerade jetzt, wo es auch wieder warm wird und auch irgendwann wieder ganz heiß, ist natürlich auch Schatten ganz wichtig. Insofern haben die Schirme gleich eine doppelte Funktion und es ist eine ganz tolle Aktion. Ich freue mich, dass ich als Schirmherrin hier eine Rolle spielen darf und diese Schirme jetzt übergeben darf. Genau. Wir haben jetzt schwere Zeiten, gerade Ukraine-Krieg. Wie wichtig ist es auch, die Bedürftigen hier in unserer Stadt, die schon hier sind, auch zu beachten, auch mit so einer Aktion, nicht wahr? Klar, also wir stehen sozusagen vor einer multiplen Krisensituation. Obdachlose sind für uns natürlich immer ein großes Thema gewesen. Gerade auch vom Bezirksamt her stand es immer im Fokus. Und durch die Situation mit den Geflüchteten haben wir jetzt quasi eine weitere Krisensituation. Und natürlich erschwert sich auch für viele Bürgerinnen und Bürger jetzt die Situation, weil die Lebenserhaltungskosten teurer werden und man eben dann auch noch ganz besonders darauf achten muss, dass wir nicht noch eine weitere Personengruppe haben, die in eine gefährdete Situation kommt. Umso wichtiger ist es, dass man immer genau auf sein Umfeld achtet und dass man eben mit kleinen Hilfen schon etwas erreichen kann. Stefanie Richter, Leiterin der Bahnhofsmission, erzählt uns von ihrer Tätigkeit. Sagen Sie mir, wie wichtig auch so eine kleine Option wie diese heute ist. Sie ist sehr wichtig, sie ist nicht klein. Sie ist nicht nur bei schlechtem oder verregnetem Wetter wie Schnee wichtig, sondern auch bei Sonnenschein. Ganz einfach, weil Menschen ohne Obdach Schirme auch als Sichtschutz benutzen und als Schutz vor Sonne bei sehr gutem Wetter, weil sie ja kein Dach über dem Kopf haben, also auch keinen Schutz vor Sonne. Sagen Sie mir, was passiert hier genau an dieser Bahnhofsmission? Die Bahnhofsmission am Zoo versorgt Menschen im Bahnhofsumfeld, stadtarme, wohnungslose, obdachlose Menschen. In der Bahnhofsmission am Zoo gibt es ein Hygienesender mit Duschen und Toiletten, die bis 18.30 Uhr nutzbar sind. Und es gibt eine Versorgung mit Essen und Getränken für Menschen, die leider zur Bahnhofsmission kommen müssen, um sich durch uns versorgen zu lassen. Wie wichtig ist es denn jetzt gerade in den schlimmen Zeiten des Ukraine-Kriegs, dass auch die Obdachlosen nicht vergessen werden, die bedürftigen Menschen? Es ist gut, wenn niemand vergessen wird. Es sind Menschen, es sind bedürftige Menschen, die mit einem Hilfegesuch zu uns kommen. Und wir versuchen es auch mit den hier arbeitenden Sozialarbeitern und Psychologen abzudecken. Weiterhin können Regenschirme und Regenmäntel für Obdachlose im Wilmer Shopping Center gespendet werden. Wo können die abgegeben werden? Gerne bei uns in den Wilmer, in der Kundeninformation im Erdgeschoss. Ja. Wie wichtig ist denn so eine Aktion? Für den Bezirk und generell für alle Menschen ohne Obdach super wichtig. Wir sind natürlich alle bemüht, dass wir den Menschen ohne Obdach möglichst viel Schutz und Geborgenheit geben können. Und da sind natürlich Regenschirme auch als Sichtschutz dienlich super wichtig. Und wir können da alle unseren Beitrag zu leisten. Einmal die Situation der Obdachlosen betrachtet zu haben, wird schnell klar, dass sie stets durch Wind und Wetter ausgesetzt sind und mit Regenschirmen ein wenig Schutz, nicht nur um sich selbst, sondern auch das Wenige, was sie haben, vor dem Durchnässen zu schützen. Helfen auch Sie! Weitere Infos zur Spendenaktion finden Sie unter www.wilmer-shoppen.de.